Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Expertenkommission Forschung und Innovation hat in ihrem Gutachten 2009 einmal mehr das Problem des Fachkräftemangels in Deutschland angesprochen und hat gefordert, eine aktive Einwanderungspolitik für Hochqualifizierte. Das ist auch alles in Ordnung, okay so, aber zuallererst müssen wir doch wohl die Fähigkeiten derjenigen, die bereits hier leben, auch entsprechend nutzen. Und leider sind wir in Deutschland sehr weit davon entfernt. Es leben hier sehr viele, die im Ausland Qualifikationen erworben haben, deren Anerkennung ihnen vollkommen unnötig schwer gemacht wird. Schätzungen gehen alleine von 500.000 Menschen aus, deren akademische Qualifikation nicht anerkannt wird. Hinzu kommen noch viele Meister, Techniker und so weiter und so fort. Die sind nicht etwa schlecht qualifiziert, müssen aber, wie es dann so heißt, in nicht ausbildungsangemessenen Tätigkeiten dann aktiv sein. Und das Problem ist, dass es in Deutschland, anders als zum Beispiel in Dänemark, kein ordentliches, geregeltes Anerkennungsverfahren für im Ausland erworbene Abschlüsse gibt. Da wird unterschieden nach Berufsgruppen, nach Anerkennungszwecken, ob es sich handelt um Spätaussiedler, um EU-Bürger oder um sogenannte Drittstaatler. Da gibt es in den einzelnen Bundesländern vollkommen unterschiedliche Verwaltungspraxen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da blickt am Ende, wenn man mal ehrlich ist, keiner wirklich durch. Das ist eine vollkommen inakzeptable Ungleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger. Das zwingt die Leute nachgerade in die Knie, es erschwert Integration und es ist volkswirtschaftlicher Irrsinn, weil wir die Fähigkeiten der Menschen, die hier leben, nicht nutzen. Mit diesem Unfug müssen wir endlich aufhören, sehr verehrte Damen und Herren. Nun ist das Problem nicht neu. Das ist auch schon eingeflossen in die Diskussion über den Integrationsplan und die Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung. Und leider gibt es aber da noch keine handfesten Fortschritte. Und ich will mal den Kolleginnen von der FDP und von der Linksfraktion sagen, es war in der letzten Legislaturperiode der eigentlich gar nicht zuständige Bundesarbeitsminister Olaf Scholz, der da initiativ geworden ist und Punkte vorgelegt hat. Aber in der Großen Koalition gab es dann eben auch bremsende Kräfte. Aber ich höre ja gerne, Kollege Weinberg, dass wir da jetzt inzwischen doch so ziemlich auf einen Nenner kommen. Wir haben in unserem Antrag, basierend auf der Vorarbeit von dem früheren Arbeitsminister Olaf Scholz, klare Punkte formuliert. Wir müssen mit diesem Kuddelmuddel, mit diesem Anerkennungswirrwarr, wie die Kollegin Sager gesagt hat, aufräumen. Wir müssen die Stagnation, die wir seit langem da sehen, überwinden. Und darum muss der Bund voranschreiten und ein Anerkennungsgesetz vorlegen. Darin enthalten muss ein Rechtsanspruch für alle auf Durchführung eines Anerkennungsverfahrens sein. Wir brauchen ausreichend Anerkennungs- und Beratungsstellen. Das Verfahren darf höchstens 6 Monate dauern, damit schnell alle Klarheit bekommen. Das Ziel muss sein, eine bundesweit verbindliche Gleichwertigkeitsfeststellung. Und wo nur Teilanerkennungen ausgesprochen werden können, müssen dann auch Angebote zur Nach- und Weiterqualifizierung gemacht werden. Und diese Angebote, die müssen dann auch tatsächlich wahrgenommen werden können, auch in finanzieller Hinsicht. Deswegen brauchen wir die entsprechenden Förderinstrumente. Wir schlagen zur Ergänzung dessen, was wir bereits haben, zur beruflichen Integration ein Einstiegs-BAföG vor. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, um Integration in den Beruf auch tatsächlich zu erleichtern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht hier um Respekt. Es geht hier um wohlverstandenes, gemeinsames Interesse, dass sich alle, die hier leben, einbringen und ihren Beitrag leisten können. In diesem Sinne unsere Anforderung an die Bundesregierung: Legen Sie nicht einfach nur Eckpunkte vor. Ich glaube, wir haben jetzt schon lange genug über die Thematik geredet, sondern forcieren Sie die Problemlösung, machen Sie einen Gesetzentwurf, dann kommen wir, glaube ich, schneller zum Ziel. Herzlichen Dank.